Herzlich willkommen zur Trinkpause der Naturbarquelle. Wir beantworten heute wieder die Fragen, der Fritz Linster verlor. Los geht's. Habt ihr euch gut beim VfB eingelebt? Ich habe mich sehr gut beim VfB eingelebt. Ich bin jetzt seit knapp 4 Wochen hier und die Mädels und die Mannschaft und alles außenrum haben mich echt super gut aufgenommen. Ich fühle mich wohl. Wie geht's dir? Bei mir ist es genauso. Ich bin jetzt seit 4,5 Wochen hier. Leider verletzt, aber ich habe mich gut eingelebt, habe eine Wohnung gefunden mit meiner Frau und sonst alles entspannt. Warum seid ihr zum VfB gewechselt? Ich bin zum VfB gewechselt, weil ich wieder näher meine Familie wollte und wieder ein bisschen mehr Richtung Heimat kommen wollte und auch so ein bisschen eine neue Art von Herausforderung gesucht habe. Und von der Bundesliga in die vierte Liga ist schon echt ein krasser Schritt, aber irgendwie hat alles so gepasst. Ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen, das war irgendwie ein spannendes Projekt, hat Bock gemacht und dann bin ich hier gelandet. Wie war es bei dir? Du kommst aus England? Ja, ich wollte immer schon mal Bundesliga spielen. Ich habe es jetzt in der Premier League geschafft und dann wollte ich auch mal in der Bundesliga spielen. Habe die Möglichkeit bekommen und habe die natürlich direkt angenommen. Fragen an dich. Fabian fragt. Dennis, was war der bisher schönste Moment in deiner Karriere? Mein Lupfertor gegen Arsenal. Oh, beschreib mal. Da haben wir 1-0 geführt. Die wollten Meister werden. Ich kam dann, glaube ich, irgendwann zur 72., 75. Minute rein und habe dann halt ein Lupfertor gemacht noch. Ich glaube, so um die 80. Minute und dann den Titeltraum von Arsenal endgültig zerschossen. Das ist cool. Thomas fragt, spielst du FIFA in deiner Freizeit? Nee, gar nicht. Was machst du allgemein gerne in deiner Freizeit? Eigentlich mit meiner Frau rausgehen, irgendwas unternehmen oder halt ein bisschen Basketball spielen. Ronja fragt, was ist dein Lieblingsort in Stuttgart? Schwierig. In der Stadt war ich schon ewig nicht mehr, weil ich davor eben eher in Deutschland verteilt war. Und ich habe leider auch ein bisschen Probleme mit der Wohnungssuche gehabt, gar nicht so einfach hier was zu finden. Habe jetzt erst seit kurzem eine Wohnung, habe noch gar keinen Lieblingsspot, aber bin natürlich offen für Empfehlungen. Okay. Da drüben im Stadion, da war ich schon einmal, das war großartig. 5-0-Sieg. Melissa fragt, wenn du nur noch einen Sport machen könntest, welcher wäre das, außer Fußball? Außer Fußball? Oh, ich fahre total gerne Ski. Das mache ich super gerne. Fragen an uns beide. Jakob fragt, was war früher eure Lieblingskinderserie? Kinderserie? Ich habe Dragon Ball Z geguckt, damals als Kind, oder Superkickers, also die beiden. Ja, ich hätte, glaube ich, oft die Gummibärenbande geschaut, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, die habe ich, glaube ich, oft geschaut. Luca fragt, hat eure Trikotnummer eine bestimmte Bedeutung für euch? Bei mir leider nicht. Es war kaum noch eine verfügbar. Die 6 war verfügbar oder die 13. Das ist für mich keine Nummer als Stürmer, deswegen habe ich einfach die 26 genommen. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich hatte auch gar nicht mehr so viel zur Auswahl, weil ich doch relativ spät war. Hat auch keine bestimmte Bedeutung. Hab die 20. Julian fragt, wie kommt ihr zum Training? Den öffentlichen Verkehrsmitteln, Auto, Fahrrad oder Laufen? Ich am liebsten mit dem Fahrrad. Wir trainieren aktuell noch abends, da wenn schlechtes Wetter ist, vielleicht auch mal mit dem Auto. Also ich fahre mit dem Auto, ganz entspannt, hierher. Maxi fragt, wer in eurem Team macht die beste Stimmung in der Kabine? Oh, schwierig. Da mal 1, 2, Besa ist immer ganz lustig. Die haut einen oder anderen Spruch raus. Sonst ist Chill immer gut dafür da, zu spät zu kommen oder vielleicht irgendwie was zu vermasseln. Ja. Bei mir ist es tatsächlich, bin ich es. Weil ich einfach Spaß habe und versuche, jeden mitzuziehen. Wer mitmachen will, macht mit. Ja, das ist cool. Jetzt kommt eine Schnellfragerunde. Fragen an dich, Dennis. Maultaschen oder Fish and Chips? Döner. Klassenhalt mit dem VfB oder Nominierung für die EM 2024? Nominierung, weil wir sowieso die Klasse halten. Strand oder Berge? Strand. Kaffee oder Tee? Gar nichts. Schnellfragerunde. Leberkäse-Weckle oder Mettbrötchen? Leberkäse. Liebe 1-0 oder 4-3? 4-3. Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Auf jeden Fall mit. Lieber Torschießen oder Tor verhindern? Torschießen. Und jetzt Fragen ans Fritzle. Wie viele Tore werde ich diese Saison schießen? Wie viele Finger sind das? 4, 8. 14, 15. Frage an Fritzle. Fritzle, zeig mir mal, wie ich jubeln soll, wenn ich ein Tor für den VfB schieße. Okay, das krieg ich hin. Gut. Genau. Mach ich dir.